Grüß Gott, guten Tag. Heute kann ich Sie nicht als Besucher im Staatsarchiv begrüßen. Wir sind zwar im Staatsarchiv und heute ist auch der 16. Juni, an dem der Vortrag von Herrn Cecane stattfinden sollte. Aber Sie kennen ja die Umstände, also haben wir uns dazu entschlossen, eine Aufzeichnung dieses Vortrags zu machen und Ihnen auf virtuellem Weg zur Verfügung zu stellen. Wir befinden uns hier jetzt in einem Archivraum. Sie können sehen, dass es da alte Schränke gibt und reihenweise Archivalien. Wir haben heute ein besonderes Thema. Wir haben heute ein Thema, das mit der SS zu tun hat. Insoweit ist es nicht ungewöhnlich, aber es geht auch um Ausländer, die in der SS waren. Und heute, da unser Gast Italiener ist, geht es um die SS, um die Italiener in der SS. Ich habe Ihnen schon gesagt, er ist Italiener, Herr Dr. Gianfranco Cecane, ist 1942 in Toblach in Südtirol geboren und in Rom aufgewachsen, aber schon sehr, sehr lange in Deutschland, nämlich schon seit 1972. Und seit 1974 ist er Dozent für italienische Sprache und Kultur an verschiedenen Volkshochschulen in Berlin. Genau. Und hat, ja, ich muss noch dazu sagen, hat auch Politologie studiert und das erklärt wahrscheinlich auch die Auseinandersetzung mit ganz bestimmten Themen. Also italienische Sprache und Kultur heißt dann wohl auch sehr viel Geschichte, italienisch-deutsche Geschichte. Er hat, damit fing das Ganze wohl an, 1997 an der Ausstellung Italiener im Prenzlauer Berg mitgearbeitet und hat den italienisch-deutschen Kulturkreis Carlo Levi Filef in Berlin gegründet. Und wenn ich es richtig gesehen habe, auch sehr lange geleitet. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt noch jetzt Vorsitzender sind, ja. Und er hat dann auch verschiedene Veranstaltungen durchgeführt. Das hatte oft etwas mit KZs zu tun. Aber eben, was für uns heute im Raum Stuttgart von Interesse ist, auch über eine Veranstaltung zum Massaker von St. Anna di Stazema. Ja, genau. Die wurde in Stuttgart gemacht. Als ein Überlebender des Massakers hier nach Stuttgart kam. Ah ja. Und dann gibt es noch eine Reihe von Büchern, die eben auch mit Italienern in der SS zum Beispiel zu tun haben, insofern und mit Deportierten nach Deutschland Deportierten zu tun haben. Insofern ist es nicht überraschend, dass wir einen Gast hier haben, der über Italienisch in der SS sprechen kann, wie kaum ein anderer. Er wird in seinem Vortrag, im Verlauf seines Vortrags, auch auf den Partisanenwiderstand in Italien zu sprechen kommen. Jetzt übergebe ich Ihnen das Wort. So, ich möchte nur zuerst eine Ergänzung über die Erläuterung, die Herr Pötschke gemacht hat. Ja, ich bin Vorsitzender des Vereines Carlo Levi, aber ein wichtiger Aspekt des Vereines ist die Aufarbeitung der faschistischen und der nationalsozialistischen Vergangenheit. Mein Thema heute ist die freiwillige italienische SS-Legionen und der Partisanenwiderstand in Italien. Das heißt, die Italiener nicht als Opfer, sondern als Täter. Man redet immer über die Italiener als Opfer. Ist ein Thema, das schwierig ist und man weiß wirklich sehr wenig. Ich habe mit diesem Thema, ich habe mich dabei auf die Erinnerungen meines Vaters, Antonio Cecane, als Zeitzeuge zuerst gestützt, weil mein Vater
ein italienischer Militär interniert war. Höchstwahrscheinlich ein Waffenmilizangehöriger. Waffenmiliz bedeutet, ist die erste Stufe der italienischen SS-Legion, eine Vorstufe. Und dann Deserteur. Natürlich die Reflexion über die Täter führte dazu, dass wir auch die Opfer in Betracht ziehen, die umgebracht oder deportiert worden sind. Und ich habe eine Gruppe von Opfern in Betracht gezogen, die Partisanen, die italienischen Partisanen. Warum? Weil sie kämpften für eine demokratische und soziale gerechtere, menschenwürdigere Gesellschaft gegen den nationalsozialistischen und faschistischen Rasse- und Weltanschauungskrieg. Und für die SS hatte ich meinen Vater als Zeitzeuge gewählt. Für die Partisanen habe ich den italo-slowenischen Partisan und Häftling im KZ Leonberg, Richard Gorup, ausgewählt. Oder in Italienisch Riccardo Gorupi. Um dieses Thema zu behandeln, muss man auch etwas über die Streifzüge, über die Geschichte ab dem 25. Juli 1943 erzählen. Am 25. Juli wurde Mussolini vom König, wurde der Diktator Mussolini vom König abgesetzt. Und der König ernannte Marschall Badoglio den konservativen Marschall Badoglio als Regierungschef. 25. Juli. 8. September, Badoglio kündigte die Allianz mit Deutschland auf, Italien wechselte die Front und stellte sich auf die Seite der Amerikaner. Die Reaktion der Deutschen war stark, ließ sich auf sich warten und die deutsche Wehrmacht und die SS marschierten in Italien auch. Sie besetzten Norditalien und Zentrum Italien und annektierten zwei Regionen Italiens, Südtirol und Friaul. Grenzregionen waren. Und warum die Annexion? Weil Volksdeutsche in Südtirol, Volksdeutsche in Friaul waren. Und sogar die Einwohner dieser zwei Regionen haben hunderte Jahre lang zur Donaumonarchie gehört und haben die Donaumonarchie erlebt. Die Annexion hatte auch einen militärischen Sinn, damit der Vormarsch der Truppe durch die Alpen und Balkan sichern konnte. Gut, das ist der 8. September 1943, 9. September. 9. September Widerstand gegen die deutsche Besatzung zuerst, am 23. September gegen die deutsche Besatzung und die neue gegründete faschistische Republik Italiens, man nennt sie Repubblica Sociale Italiana, Salò Republik. Es entstanden Komitate di Liberazione Nazionale, politische Ausschüsse und dann militärische Brigaden, die militärische Brigata Garibaldi, die Brigata der Kommunisten, die militärische Brigata der Linksliberalen, Giustizia e Libertà. Und sie kämpften 15 Monate bis zum Ende des Krieges, besonders die Partisanen von drei Regionen, von Friaul, von Piemont und Aosta. Sie kämpften heftig und für die ganze Zeit. Und warum heftig?
die waren drei Regionen, in denen es ethnische Minderheiten gab. Im Friaul gab es die slawische, slowenische Minderheit. In Piemont gab es eine andere Minderheit, religiöse Minderheit, die Waldenser, evangelische Minderheit. Und in Piemont gab es auch eine französische Minderheit. Und der Faschismus hatte die Minderheiten in Italien 20 Jahre lang unterdrückt und misshandelt. Die Reaktion auf den Faschismus und die Reaktion auf den Nationalsozialismus. Im Friaul dazu muss man sagen, Friaul grenzt an Jugoslawien. 1941 hatte das faschistische Italien zusammen mit dem nationalsozialistischen Deutschland Jugoslawien besetzt. Und sofort entstand der Widerstand in Jugoslawien unter Tito. So konnten Partisanenbrigaden schon seit 1941 entstehen, zu denen auch italienische Slowener gehörten. Die waren die ersten Brigaden 1941. 1943, nach dem 8. September, nachdem Italien offiziell die Front gewechselt hatte, sind die italienischen Brigaden, was ich vorher erzählt habe, die Brigata Garibaldi und Brigata Giustizia e Libertà und nach danach auch christdemokratische Brigaden. Gut, das ist, was ich über Streifzüge der Geschichte erzählen wollte. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, die italienische SS. Um über die italienische SS erzähle ich eine Sache, die Sie mit Sicherheit wissen. Ich will schnell sagen, wie die SS strukturiert waren. Wir kennen die allgemeine SS. Wir kennen die Waffen-SS, die kämpferische SS. Wir kennen die ukrainische SS 1942, die russische SS vom General Andrei Vlasov und die italienische SS. Aber am Anfang hießen sie nicht italienische SS, sie hießen Waffenmiliz. Der Name italienische SS ist nach und nach gekommen. Die Deutschen trauten den Italienern nicht zu. Nachdem Mussolini am 25. Juli abgesetzt wurde, hatte Hitler und Himmler auch, besonders Himmler, die Vorstellung, dass sich Bataillone, italienische Bataillone, faschistische Bataillone in die SS eingliedern sollten. Wie schon 1942 mit den ukrainischen SS und russischen SS passiert war. Am 12. September 1943 wurde der Duce befreit. Am 2. Oktober 1943, diese Vorstellung von Himmler und Hitler wird Realität. Die SS sollte die Waffenmiliz wie eine militärische, faschistische, italienische Einheit ausbilden und gründen, die ähnlich der deutschen SS sein sollte. Mit dem Ziel, zuerst im Partisanengebiet einzusetzen, dann danach an der Front gegen die Amerikaner. Diese Ausbildung der italienischen SS sollte auf dem Truppenübungsplatz Münzingen stattfinden, in dem auch alle anderen SS sich ausgebildet wurden. Und jetzt ist eine biografische Note: in Münzingen
war mein Vater in Internierungslager, nicht auf dem Truppenübungsplatz, im Internierungslager, der für die italienische Militär internierte. Als Ausbildungskommandant wurde der deutsche Chilener SS Peter Hansen ernannt, der als Experte gegen die Partisanen in Osteuropa Erfahrung gesammelt hatte. Im Kommandostab wurden deutsche SS-Angehörige höhere Grades designiert, aber die Italiener waren auch da. Es wurde ein Verbindungsstab italienische Kommando gebildet, zu denen die verschiedenen italienischen Offiziere gehörten. Für diese Waffenmiliz meldeten sich freiwillig zwischen 9.000 und 13.000 Italiener, die dann danach 13 Bataillone bildeten. Es meldeten sich Faschisten, echte Faschisten, die nach der Verhaftung von Mussolini am 25. Juli sich in die SS eingliedern wollten, zum Beispiel die Legion Mario Carità. Mario Carità ist faschistischen Institution zuständig für die Unterdrückung des Antifaschismus. Es meldeten sich einzelne Faschisten, die misstrauisch vor der RSI-Elite waren, und sie meldeten sich, um zu kämpfen. Aber im Einsatz erlebten sie überwiegend eine Bandenbekämpfung oder Partisanenbekämpfung gegen die Italiener, kaum den Krieg gegen die Alliierten. Das versetzte zu einer inneren Spaltung. Zum Beispiel ein echter Faschist, der auch im Internierungslager, wo mein Vater war, Giuseppe Simone, dieser echte Faschist, gehörte zum 7. Bataillon der italienischen SS, und er desertierte, nachdem er gesehen hatte, dass der Kampf immer gegen die Italiener war, ein Bürgerkrieg war. Desertierte, nachdem ein Blutbad in Cumana, ein Ort in Piemont, stattgefunden hatte. Es meldeten sich auch, also Legionen, einzelne Bürger aus Südtirol und Bürger aus Friaul, die mit einigen Aspekten der Donaumonarchie einverstanden waren und sich mit einer modernen deutschen Kultur auseinandergesetzt hatten. In Berlin habe ich habe schon gesagt, ich bin Vorsitzender der Carlo Levi, FILEF. Aber die FILEF ist ein alter Verein. Sie wurde in Berlin 1980 gegründet. Professor Johannes Agnoli war zweiter Vorsitzender dieses Vereins. Und jetzt will ich den Professor Johannes Agnoli erwähnen, als Bürger aus Südtirol. Der linke Professor der Freien Universität Berlin, Johannes Agnoli, aus Valle di Cadore, hatte bedauert, dass er in Jugoslawien gegen die Partisanen, also auf der falschen Seite, gekämpft hatte. Zitat. Also, dass er mit 18 Jahren in die SS-Gebirgsjägerregiment eingetreten war. Am Anfang der Universität war er fasziniert von der deutschen Philosophie, Valle di Cadore. Er war begeistert von der deutschen Philosophie, Professor, Politologe an der FU. Und er sagte, ich habe einen Fehler begangen. Die Identifikation
zwischen dem Deutschland und Nazi-Deutschland zu machen. So, das ist, aus Italien meldete sich diese Gruppen und dann meldeten sich auch andere Gruppen aus dem Operationsgebiet Griechenland und aus dem Dritten Reich, aus einer Gruppe Schwarze Hemde von Gilberto Fabris, die Legion des Konsul De Maria. Ich erwähne die Bataillone, die schlimmsten waren, die brutalsten. Gilberto Fabris, Legion Paolo De Maria, Bataillon Debiza. Debiza ist ein, ich kenne Debiza nicht, aber ich weiß, dass das in Polen ist, bei Krakau. Bataillon Debiza. Dann meldeten sich diese, viele von diesen Legionen, viele von diesen schwarzen Hemden kämpften, haben in Jugoslawien gekämpft, haben in Griechenland gekämpft und haben in den Balkanien zusammen mit der italienischen Armee gekämpft. Ne? Aber sie haben sich besonders um die Partisanen gekümmert, in Anführungsstrich. Oh, eine andere Gruppe hatte sich für die Waffenmiliz gemeldet. Und das ist eine Gruppe, die für mich sehr wichtig ist, die italienische Militärinternierte. Wichtig, warum? Am Anfang, ich habe erzählt, mein Vater war Militärinterniert. Aber einige Leute, die Militärinterniert waren, nur einige, haben sich bei der Waffenmiliz gemeldet. Kommen wir auf die Geschichte zurück. Deutschland, die deutschen Truppen marschieren ein, verhaften die italienischen Soldaten. Die italienischen Soldaten werden ins Dritte Reich interniert und erleben 650.000, 700.000, erleben Misshandlungen, Willkür und Erniedrigungen. Dann die SS, die Wehrmacht, haben ihnen die Möglichkeit gezeigt, das Lager zu verlassen, indem sie sich entschieden konnten, entweder auf der Seite der Militia Armata, der Waffenmiliz, oder der Repubblica Sociale RSI in Italien, oder der Waffen-SS weiter zu kämpfen. Drei Viertel die italienische Militärinternierte hatte vorgezogen, im Lager zu bleiben, die Misshandlungen zu erleben. Und das ist von den Historikern, vom Präsidenten der Republik, von den italienischen Institutionen als Akt zivile Widerstand genannt. Eine kleine Minderheit, zu der mein Vater gehört, hatte vorgezogen, sich bei den Waffenmiliz zu melden. Aber man muss das sagen, sie haben sich, eine kleine Minderheit, 3%, 4%, viele von diesen 3, 4%, zwischen 25% und 50%, als sie nach Italien zurückkehrten, um weiterzukämpfen, haben desertiert. Fast die Hälfte der Leute, man sagte zwischen 25% und 50%. Einige versteckten sich. Mein Vater war sicher keine linke Person, sogar mein Vater war ein Rechter. Aber er fühlte sich nicht in der Lage zu kämpfen. Er hatte sich versteckt. Andere haben weiter gekämpft und gingen zu den Partisanen. Eine italienische SS-Kompanie trat in Piemont. Ich wiederhole, die drei Regionen, die 15 Monate lang ständig den Widerstand und den Terror erlebt haben, sind Friaul, Piemont und Ausertal. Eine Kompanie in Bibiana, in Piemont, Mai 1944, trat
eine SS-Kompanie trat in die Partisanen der 4. Brigata Garibaldi ein. Ich wiederhole die Geschichte des Federale, diese wichtige Person, faschistische Person, Giuseppe Sibona, hatte desertiert und ob er weiter gekämpft hat, das weiß ich nicht. Ich weiß, dass er desertiert hat. So, jetzt Waffenmiliz, Gründung und Waffenmiliz, zu der Waffenmiliz gehörte. Dann die Waffenmiliz. Nach der Ausbildung in Münzingen wurde nach Italien geschickt, nach Norditalien und Zentrum Italien. In die 13 Bataillonen waren in den Städten Triest, Aosta und so weiter und wurden zuerst für die Partisanen Bekämpfung eingesetzt. Erster Kommandant war der Peter Hansen, der vorher Ausbildungskommandant war, Generalmajor Peter Hansen. Am 6. Dezember wurde Kommandant der Schweizer SS-Obersturmbannführer Johann Eugen von Elfenau, der mit der SS-Kavalleriedivision Florian Geier eine Säuberung in der Sowjetunion gemacht hatte. Ein italienischer Faschist der Miliz wurde Bataillonkommandant. Das heißt, die Italiener haben nicht die oberen Positionen der Waffenmiliz, hatten nicht sie, aber sie gehörten nicht zu Kommandostab, aber sie waren Kommandant des Bataillons. Und der Kommandostab der italienischen Freiwilligen Legionen wurde in Caldiero, Villa der Grafen Loredan, eingerichtet. Der Kommandostab wurde bei Verona eingerichtet. Ich erwähne das, weil in den Briefen, Memoiren, die mein Vater mir gegeben hat, hatte er gesagt, dass er, nachdem er die Ausbildung in Münzingen gemacht hatte, befand er sich in Caldiero, Freude, Villa in Caldiero, vor einer Villa, eine große Villa. Und etwas über die Villa. Das SS-Hauptkommando hatte einen idyllischen Sitz. Die Villa wurde von der SS requiriert und die Familie Loredan wurde ausquartiert. Die Familie Loredan ist eine Doge-Familie. Es ist eine Renaissance-Villa mit einem eindrucksvollen zentralen Saal. Und die deutsche SS-Führung hatte einen Sinn für schöne Gebäude und die Kunst. Der Nachfolger von Johann Eugen von Elfenau, Lothar Debes, Befehlshaber der italienischen SS-Legion, wohnte in einer anderen Villa, in Villa Cazzola a Villa Bella. Und er hatte Sitz den Sitz in dieser Villa Loredan. Als Villa Loredan im Dezember 1944 bombardiert wurde, verlegte Lothar Debes sein Büro in einer anderen Villa, in einer klassizistischen Villa, in Villa San Giacomo in Vago. Zwischen die italienischen SS-Legionen machen eine Ausbildung zwischen, sie kommen in Italien Anfang Dezember 1943, eine weitere Ausbildung, militärische Ausbildung, für 2 Monate ungefähr, Dezember, Januar, Februar. Sie sind nicht in Kampfverhandlungen für diese Zeit eingesetzt. Ausnahme Friaul, Piemont und Ostertal, wo die Waffenmiliz dort sofort zusammen mit den deutschen Einheiten gegen Partisanen vorgegangen war. Ich erläutere ein bisschen mehr Friaul. In Friaul
Ich will die Bedeutung des Vernichtungslagers Risiera di San Saba betonen. Dieses Vernichtungslager wurde Januar 1944 für Partisanen und Juden errichtet, in dem zu Tausende mit Foltern, Misshandlungen brutal ermordet wurden. Eine Kompanie der italienischen SS-Legion gehörte zur Wachmannschaft. 1976 wurde ein Prozess gegen die SS wegen der Vernichtungen in dieser Risiera geführt. Es gab eine richtige Gaskammer. Durch Zeugenaussagen geht hervor, diese italienische SS hatten untergeordnete und Hilfsfunktionen. Der Untersuchungsrichter im Prozess Risiera, er heißt Sergio Serbo, hatte eine Voruntersuchung bis eingeleitet, um das Handeln der SS-Italiane in der Risiera zu klären. Die Voruntersuchung wurde eingestellt, weil er zu anderen Aufgaben versetzt wurde. Ich muss erwähnen, dass dieser Prozess über das Vernichtungslager in Risiera di San Saba fing 1976 an, Materialien kamen vom Tribunal von Frankfurt. Das Gericht von Frankfurt hatte, ich glaube 1966, ein Verfahren gegen ein SS, Dietrich Allers, ein juristisches Verfahren geführt, und sie hat dann, das Tribunal wurde das alles, Kommandant in der Risiera von San Saba war, hat sich an das Gericht von Triest gewandt, um Materialien zu bekommen. Das war fast der Anfang. In Italien wollte man darüber nicht sprechen. Über Risiera von San Saba redete man kaum. Die Tatsache, dass das Gericht von Frankfurt sich in Bewegung gesetzt hatte, hatte dazu geführt, dass Italien plötzlich nicht mehr die tausende Morde verstecken konnte. Ja, und kommen wir zurück auf diese italienische SS-Legionen. Ich habe schon gesagt, dass sie hatten untergeordnete und Hilfsfunktionen, aber ein Teil der Kompanie wurde nach Podkrat, Istriens, geschickt unter Sturmführer SS Paul Walter versetzt. Sie führte brutale Aktionen durch, um die Straße Triest-Rijeka zu schützen. Schützen vor den Partisanen. Das heißt, diese Kompanie hatte zwei Funktionen. Risiera, Wache, aber dort eine untergeordnete Funktion, aber eine Partie gegen die Partisanen eingesetzt. Das ist Friaul. In Piemont, in Vinedio, in Valpellice, beteiligte sich diese Bataillon Debiza März 1944 an brutale Aktionen gegen die antifaschistische Bevölkerung. Die Valdenser sind zum Widerstand gegangen, einfache Leute vom Valpellischen sind im Widerstand gegangen und die Bevölkerung unterstützte sich. Deswegen dann sind viele Rachen gegen die Bevölkerung geführt. Peter Hansen befahl im März Razzien. Der 7. Bataillon der italienischen Waffenmiliz oder Teilangehörige des 7. Bataillons wurden von den Partisanen verhaftet. Als Rache
wurden zivile Geisel von der Waffenmiliz und deutschen SS verhaftet. Am 3. April beteiligte sich Teil des 7. Bataillons an der Erschießung, Mord an 51 Geiseln in Cumana. Piemont. Kommandant war Michele Michelini, ein Offizier Scipione Perticaro, ein Beteiligter, ich habe ihn schon zweimal erwähnt, dieser Giuseppe Simona, der Militär interniert war. Die Befehl der Erschießung kam vom SS Anton Renninger. Mitte der 90er Jahre wurde die Akte Renninger, Anton Renninger, zusammen mit vielen anderen im Armadio della Vergogna, Schrank der Schande, im Sitz der italienischen Militärstaatsanwaltschaft in Rom entdeckt. 50 Jahre danach ist entdeckt worden. 1947 hatte die Militärstaatsanwaltschaft Akte über die kriminellen Taten der Nationalsozialisten und italienischen Faschisten verfasst. 50 Jahre blieben die Akte versteckt im Schrank. Die Militärstaatsanwaltschaft Turin hatte 1998 Anklage gegen den SS-Obersturmführer Anton Renninger aus Erlangen wegen Mordes an 51 Geiseln erhoben. Der das Kommando der Operation in Cumana hatte. Der Prozess wurde nicht weitergeführt, weil Renninger starb. Nach der Erschießung gingen die Spuren des Bataillons verloren. Es erscheint am wahrscheinlichsten, dass es an der Front in anderen Kontingenten eingegliedert wurde. Ich werde das danach wiederholen, wenn ich über meinen Vater rede. Leider habe ich wirklich vor 6 Tagen leider einen Brief von meinem Vater gelesen, einen Brief, den er mir geschickt hatte. Er schrieb in diesem Brief, Gianfranco, ich bin nach Casale versetzt worden. In Casale ist die Stadt, wo der 7. Bataillon war. Und der 7. Bataillon ist die Bataillon, die eingewickelt war im Massaker an Cumana. Massaker in Piemont. April, Mai 1944, ich habe immer diesen Brief gesucht. Ich wusste, dass er mir den Brief geschickt hatte. Ich fand den nicht. Dann spreche ich mit meiner Frau. Meine Frau nimmt die Mappe. Sie hat alles gut eingeordnet. Mappe, gucken wir Foto. Dann kommt raus dieser Brief und ich lese den Brief. Ich bleibe schockiert, als ich gelesen habe, dass mein Vater, das bedeutet nicht, dass er sagt nur, ich bin nach Casale versetzt worden. Ich wiederhole, Casale war der Sitz der 7. Bataillon. Gut, April, Mai 1944 kämpften, das heißt, die italienische SS kämpften überwiegend gegen die Partisanen. Aber im April, Mai, 3 Bataillone konnten an der Front in Nettuno gegen die Amerikaner endlich kämpfen. Nachdem sie als erste freiwillige italienische SS-Sturmbrigade gruppiert und ausgebildet wurden. Und diese 3 Bataillone sind auch die schlimmsten, immer die gleichen, die Brigata Vendetta von Carlo Federico degli Oddi, diese Bataillon de Ibiza und Bataillon Regiment de Maria. Aber sonst die italienischen SS kämpften überwiegend gegen die Partisanen. Das war ihre Hauptaufgabe. Dörfer wurden in Brand gesetzt. Zerstörungen und Tod nahmen durch die Deutschen und SS zu. In der Umgebung von Vicenza erlebte eine Partisanenbrigade viele Verluste.
Dann von diesen drei Bataillonen wurde die Division Waffengrenadier SS Nummer 1. Aber wann? Am 9.3.1945, 50 Tage vor dem Ende des Krieges, als das klar war, dass der Krieg verloren war, dass die Soldaten keine Chance mehr hatten zu kämpfen, und als alle, auch ebenso die Wehrmacht wie die SS, dachten, wie sie sich retten konnten, wurde Waffengrenadierdivision genannt. Und diese Division kämpfte weiter, nicht gegen die Amerikaner, aber gegen die Partisanen. Nach dem Ende des Krieges versteckten oder vernichteten ihre Kommandanten die Unterlagen. Ein Teil der italienischen Waffen-SS kam in englisch-amerikanischen Gefangenschaft, nur wenige wurden später verurteilt. Ein Teil der Mitglieder von Vendetta und Ibiza verschwand in den italienischen Städten oder jenseits des Ozeans, in Argentinien. Im Mai 1945 wurde von Elfenau in Bozen von den Amerikanern gefangen genommen und später freigelassen. So war es für Lothar Debes, Befehlshaber der Waffen-SS in Italien. So, das ist die Geschichte, Gründung, Einsatz und Einsatz besonders in Friaul, Piemont und Aosta. Jetzt über meinen Vater als Zeitzeuge. Antonio Ceccanei. Ich heiße Gianfranco Ceccanei, war die italienische Militär internierte und gehörte wahrscheinlich, ich sage wahrscheinlich, weil ich aus Blatt des Innenministeriums, in diesem Blatt steht, dass mein Vater aus Münzingen nach Italien als Faschist zurückgegangen ist. Nicht als SS-Angehörige, sondern als Mitglied der faschistischen Repubblica Sociale Italiana. Aber das stimmt nicht, meiner Meinung nach. Deswegen sage ich wahrscheinlich, weil offiziell steht als Faschist, aber ich weiß, dass mein Vater ein SS war. Er ist ein Beispiel für die IMI, die als SS nach Italien zurückkehrten und später in Italien desertierten. Ceccanei ist 1910 bei Rom geboren. 1929 war er bei der italienischen Förstermiliz beschäftigt. Die Försterpolizei war ein bewaffneter Korps, ist auch jetzt ein bewaffneter Korps, für den Forsten, Gewässern und Bergen, für den Förster, Gewässern und Bergen seine Zuständigkeit hatte. Jetzt Zitat des Innenministeriums. Am 18. September 1943 wurde er von den deutschen Truppen in Brunico verhaftet und in Deutschland aufgrund der Kriegsereignisse interniert. Das Ministerium nennt das den faschistischen Krieg Kriegsereignisse. Ja, gut. Aufgrund der Kriegsereignisse interniert. Aus einem Brief meines Vaters. Ich machte meinen Dienst im Corpo Forestale dello Stato. Und ich wurde zusammen mit den Alpini, Gebirgsjäger, Finanzpolizei, Grenzpolizei nach Nürnberg, Stalach 13a deportiert. Hier wurden mir die Fingerabdrücke genommen. Meine Nummer, Matrikelnummer, wurde 3674. Zitat zu Ende. In den persönlichen Erläuterungen, die mein Vater mir gegeben hat, erfuhr ich, dass sein Kommandant in Bruneck den Forestali den Befehl erteilt hatte, nach Innsbruck zu fahren. Dort sollten sie Befehle von den deutschen Freunden bekommen.
Wir sind am 18. September, nachdem Mussolini nicht mehr in der Regierung ist, abgesetzt wurde, aber die Kommandanten sagen, man muss nach Deutschland gehen, um die Befehle von den deutschen Freunden zu bekommen. Dort sollten sie Befehle von den deutschen Freunden bekommen, aber in Innsbruck wurde der Zug verschlossen und fuhr weiter nach Nürnberg zum Kriegsgefangenenlager. Der Brief geht weiter. Danach wurde ich zusammen mit den anderen in Campo di Concentramento in Münzingen. Stalag, jetzt ist meine 5a, aber ist meine Interpretierung, gebracht. Dort wurden wir in Holzbaracken untergebracht, wo die Strohmatratzen stanken. Man wusche sich im Freien, nackt, auch bei einer Temperatur unter Null. Wir aßen eine Kartoffelsuppe und eine dünne Scheibe Schwarzbrot. Jeden Tag starb einer von uns wegen Typhus. Bei den Arbeiten auf den Feldern oder in den Wäldern stahlen wir wegen des Hungers Rüben oder Äpfel. Zwei ältere bewaffnete Deutsche, die uns begleiteten und zur Organisation TOT gehörten, waren gute Seelen und taten so, als ob sie nichts gesehen hatten. Das war anders als das Verhalten der SS-Bewacher im Lager. Oft sagten sie uns Italiener Verräter. Und als sie betrunken waren, wurden sie brutal, peitschten und mordeten. Im Lager lebten wir in Terror. Die SS fragte später uns, in einer Versammlung, ob wir weiterkämpfen wollten, vielleicht nach Frankreich. Ich wollte es nicht machen, aber ich war gleichzeitig wegen der Brutalität im Lager zerrissen. Meine Freunde entschieden sich für die SS. Ich habe mich überzeugen lassen und ich machte das Gleiche. Wir fuhren ab. Wir bekamen die SS-Uniform. Mein Vater sagt SS-Uniform, keine faschistische Uniform. SS-Uniform. Und dann danach er sagt in Caldero. Aber anstatt uns nach Frankreich zu schicken, befanden wir uns in Caldero. In Caldero war der Hauptsitz der italienischen SS. In Caldero in Italien. Freude. Dann habe ich mich versucht, in Verbindung mit Münzingen zu setzen, mit dem Internierungslager. Und ich habe gesehen, dass es ein Lager bei Münzingen gab, den ich nicht kenne, Gänsewack. Vielleicht Sie kennen Gänsewack-Hörnle. In Gänsewack-Hörnle, eine Stunde zu Fuß entfernt von Münzingen, gab es ein Lager für Kriegsgefangene, das die Wehrmacht Ende des Krieges zerstörte. So hatte mir erzählt der Leiter der Gedenkstätte. Mein Vater erzählt weiter. In Caldero, in Verona, dort gab es ein Hauptkommando, Hauptstabkommando der SS. Und dort bewachten wir den Ort Tag und Nacht. Ich erinnere mich nicht genau, ob wir dort nur einen Monat oder länger geblieben sind. Durch verbale Erläuterungen weiß ich, dass er in Caldero vor einer großen Villa Wache hält. Es könnte sich um die Villa Loredan handeln. Von der haben wir schon gehört, dass sich der Kommandostab der SS-Legionen vom 6. Dezember 1943 dort eingesetzt hatte. Mitte Januar circa wurde er, jetzt Zitat weiter, nach Casale. Das ist der Brief, den ich vor 5 Tagen oder 10 Tagen entdeckte. Nach Casale Monferrato, Piemont. Versetzt. Wo?
RSI-Kompanie, das stimmt auch, in Casale gab es auch Kompanie der faschistischen italienischen Republik, wo RSI-Kompanie stationierte. Wir marschierten, das ist, was mein Vater über Casale erzählt, wir marschierten jeden Tag und übten das Schießen. Ich erinnere mich nicht genau, ob ich dort 3 Monate oder mehr blieb. Es ist anzunehmen, dass er zum Bataillon 7 gehört hat. Dann wurde er nach Mailand versetzt, wo er ein großes Militärdepot bewachen musste. So hat er mir oft erzählt. Er redete immer von Bombardement und Wache. Am 1. Mai war er im Zug unterwegs, damit er an Anzio e Nettuno kämpfen sollte. Es gelang ihm, gemeinsam mit einem Freund den Zug zu verlassen und zu desertieren. Danach ging er nach Gedi bei Brescia und tauchte bei einer Familie unter. Nach einem Monat wurde die Situation für ihn gefährlich. Er versteckte sich in Castelletto di Brenzone, in den Bergen überhalb des Gardasee, wo er als Deserteur bis zum Ende des Krieges blieb. Dort kannte er sich aus, weil er dort als Försterpolizei gearbeitet hatte und außerdem wurde er von meiner Mutter versorgt. In den Erzählungen von meiner Mutter, meine Mutter hat immer mir gesagt, ich war zwar 1 Jahr oder 2 Jahre alt, sie fuhr mit dem Boot vom Torbole, der Riva sul Garda, nach Castelletto di Brenzone, um meinen Vater zu sehen und um meinen Vater zu versorgen. Lebensmitteln zu versorgen. Vorher haben wir über die SS gesprochen und ich hatte schon am Anfang gesagt, die Reflexion über die Täterschaft führte dazu, dass wir uns auch mit den Opfern beschäftigen. Die Opfer sind verschiedener Natur. Wir haben Opfer Sinti, Roma, jüdische Bürger und Partisanen und Homosexuelle und andere. Ich habe mich beschäftigen wollen mit den Widerstandskämpfern und insbesondere Widerstandskämpfer aus Friaul. Das habe ich schon vorher gesagt, weil Friaul 15 Monate lang Terror erlebt hatte, Terror und Widerstand erlebt hat. Und mit den Widerstandskämpfern, weil sie, die Widerstandskämpfer, die Grundlage für die heutige demokratische italienische Gesellschaft sind, waren. Ihre Ideen sind verkörpert worden im Grundgesetz, im italienischen Grundgesetz. Sie kämpften für eine demokratische, menschenwürdige und soziale gerechtere Gesellschaft. Oh, hier als Zeitzeuge habe ich Riccardo Gruppi, habe ich schon gesagt, er kommt aus Friaul. Vielleicht kennt ihr ihn, weil Riccardo Gruppi oft nach Leonberg gekommen ist. Er war Häftling in KZ Leonberg. Und er wird von der Stadt, jetzt welche Stadt? Leonberg, ich kann eingeladen. Ich habe ihn ausgewählt wegen seiner slowenischen Herkunft. In der Region Friaul lebt die slowenische Slawenminderheit. Die Nationalsozialisten betrachteten die Slawen als Untermenschen und errichteten das KZ-Vernichtungslager Risiera di San Saba in Triest als Umsetzung ihrer nationalsozialistischen Rassen- und Weltanschauungskrieg. Aber nicht nur die Nationalsozialisten betrachten die Slawen als Untermenschen. Die Italiener haben die Slawen vielleicht nicht als Untermenschen betrachtet, aber sie haben die Slawen unterdrückt. Die Italiener haben diese slowenische Minderheit unterdrückt und misshandelt
ihn 20 Jahre lang. Gut, jetzt über den Partisanenwiderstand. Das habe ich schon am Anfang gesagt. Das faschistische Italien war 1941 zusammen mit der nationalsozialistischen Deutschland in Jugoslawien eingedrungen. Und so entstand der Widerstand in Jugoslawien und im Grenzgebiet Friaul, wo auch Slowenien lebten. Tito formierte Partisanenbrigade, zu denen auch italienische Slowenen gehörten. Und das war 1941. Aber der italienische offizielle Widerstand entstand nach dem 8. September 1943. Ich habe einmal eine Studienfahrt nach Friaul gemacht. Ich organisiere viele Studien für die Volkshochschule Studienfahrten. Einmal waren wir gestern von einem Partisanenverein in Friaul. Sie, stolz, haben uns Deutschen gesagt, in Italien ist der Widerstand nach dem 8. September 1943 angefangen. Aber bei uns in Friaul ist der Widerstand 1941, zwei Jahre davor. Durch die Tatsache, dass Italien und Deutschland zusammen Jugoslawien besetzt haben. Nach dem 8. September 1943 wurde die Region Friaul von den Deutschen annektiert, das haben wir schon gesagt. Gauleiter war Friedrich Reinhardt und ihm wurden alle Ämter unterstanden. Der italienische Partisanenkrieg verbreitete sich hier und formierten sich italienische Brigaden, nach dem 8. immer die Brigata Garibaldi, der kommunistischen italienischen Partei, und die Brigata Osoppo, der sozialistischen italienischen Partei. Friaul wurde durch die Nationalsozialisten mit der Bezeichnung Operationszone Adriatisches Kunstenland annektiert. Und diese Zone umfasste die Gebiete von Udine, Pordenone, Triest, Gorizia, Pula, Rijeka und Ljubljana. Das war nach dem 8. September 1943. Dann Oktober 1943 wurde der SS-Brigadeführer Odilo Globocnik von Polen nach Triest geschickt. Versetzt und als Kommandant der Polizei und SS am Küstenland ernannt. Und er errichtete in Triest ein Einsatzkommando Reinhardt. Er hatte, wie Sie wissen besser als ich, er hatte diese Aktions Reinhardt, ein anderes Einsatzkommando in Polen, errichtet. Diese Einsatzkommando Reiner hatte die Befugnisse, die Oppositionellen und Partisanen und die jüdische Bevölkerung umzubringen. Das Kommando wurde in drei Teilen geteilt. Ein Teil war zuständig für Triest, ein anderer Teil zuständig für Rijeka, ein anderer Teil zuständig in Udine. SS-Kommandant des Einsatzkommando war Christian Wirth. Und er wurde Hauptkommandant des Einsatzkommando vom Januar bis Mai 1944. Dann danach, vom Mai bis Juli 1944, wurde Hauptkommandant des Einsatzkommando Gottlieb Hering, der aus Leonberg kommt. Dann vom Juli 1944 bis April 1945 wurde Kommandant des ganzen Kommando der SS-Sturmbannführer Dietrich Allers. In Polen hatte Globocnik die Aktion Reiner errichtet, das heißt die Vernichtung von Millionen jüdischen Bürgern und Bürgerinnen in KZ Treblinka, Sobibor, Polen. Zusammen mit wem? Mit Christian Wirth, mit Gottlieb Hering,
mit Dietrich Allers. Die alle drei dann sind die Kommandanten des Einsatzkommandos in Friaul. Und er hatte nicht nur diese Globalknecht, diese Einsatzkommando errichtet, hat er auch das Vernichtungslager errichtet. Risiera San Saba. Als Umsetzung des nationalsozialistischen Rassen- und Weltanschauungskrieges. Kommandant von dieser Risiera von San Saba war Josef Oberhauser, ein weiterer Freund von Globalknecht in Polen. In diesem Lager wurden tausende oppositionelle Partisanen, Untermenschen, vernichtet, Slowenen und Kroaten und auch Italiener vernichtet, auch Juden, bei den Juden besonders Kranken, Ältere und Behinderten. Die jüdischen Bürger, die in einer guten physische Fassung waren, wurden weiter nach Auschwitz geschickt. In Risiera von San Saba gab es Gaskammer und Forno und wie heißt das? Forno-Krematorium, Verbrennungshof. Der von der Baufabrik Erwin Lambert aus Stuttgart, glaube ich, aus Stuttgart gebaut wurde. Im Winter 1943 wurde eine italienische SS-Kompanie für die Wache in San Saba gebildet, das haben wir schon gesagt. Und diese Kompanie, wie auch andere SS, die im Bezirk San Saba einquartiert waren, musste zusammen mit dem Waffen-SS den SS-Karstwehr-Bataillon mit der Wehrmacht unter den faschistischen italienischen Miliz der Repubblica Sociale auch die Straße, das habe ich schon erzählt, die Straße Rijeka-Triest kontrollieren, bewachen, schützen, man sagt. Hier habe ich, was ich vorher zeigen wollte, schützen. Eine deutsche Offensive gegen die Partisanen April 1944 hatte keinen Erfolg, wütend hatten, gab es die Reaktion und wurde ein Massaker an 257 Zivilisten in Lipa, Frauen, Kinder, Älteren, geführt. Und ich habe selber diese Stadt bei Rijeka, Lipa, besucht. Und es gibt eine Ausstellung dort über das Massaker. Und ich wollte die Ausstellung nach Berlin bringen, dann, ich hatte das gemacht, ich war in Verhandlungen mit der Gedenkstätte, ich wollte nach Berlin in Rathaus Charlottenburg bringen. Die Gedenkstätte hatte sich verweigert, mir die Ausstellung zu geben. Sie hatte gesagt, nein, die Ausstellung bleibt hier, erstens, dann zweitens, die Ausstellung, wir würden gerne Ihnen die Ausstellung geben, aber wir machen das nicht. Kroatien oder Slowenien, weiß ich nicht, wer muss Kroatien, das Land, Ihnen die Ausstellung geben, nicht wir. Wir waren immer so. Ja, Massaker. Ein Priester, Monsignore Giuseppe Nogare, Bischof von Udine, wandte sich am 14. März 1944 an den Gauleiter Friedrich Rainer. In der vorigen Woche sind im Brand von den deutschen Truppen, ja, zitiere in italiano, dalle autorità germaniche, die loro Truppe, von den deutschen Truppen, man weiß nicht, welche Truppen sind, von den deutschen Truppen die Dörfer von Fedeis, Masarolis, Nimis, Sedelis, Toriano in Brand gesetzt und zerstört worden. Wenn Sie ein Opfer wollen, nehmen Sie mich. Ja, dann. Das ist ein Massaker an Zivilisten, verschiedene Massaker. Im Sommer 1944 wuchs der Terror noch weiter in Friaul. In Karnia kamen aus sowjetischem Gebiet
35.000 Personen, Soldaten mit ihren Familien, Kosaken, Tschetschenen, Russen, die SS-Kollaborateuren waren, sie gründeten ein Gebiet Kosakenland. Kosakenland in Italien. Bei Tolmezzo. 35.000 Personen, aber Familie. Ziel: Partisanenbekämpfung. Ein kaukasischer Waffenverband wurde dabei gebildet. Ende 1943 wurde auch das SS-Karstwehrbataillon nach Friaul geschickt. Am 1. August 1944 wurde er in dem 24. Waffengebirgsbataillon umgenannt. Viele Italiener gehörten zur Belegschaft. Er führte viele brutale Durchkämmungen in Karst. So, jetzt ist die Einführung. Politische Situation, Widerstand und Terror in Friaul gemacht worden. Jetzt reden wir über den Zeitzeuge Riccardo Gruppi. Deckname Dinci. Dinci ist sein Partisanenname. Ist in Prosecco, Venezia, Friuli Venezia Giulia, 1927 geboren, in dem eine slowenische Minderheit lebt. 1923-24 wurde die Italienisierung dieser Minderheit von der faschistischen Regierung durchgesetzt. Gruppi war Slowene, sein Familienname von Gorup wurde Gruppi. Die italienischen Worte enden immer mit Vokalen. Der Vorname des Vaters, Edward, wird Edoardo. Die slowenische Sprache wurde in den Ämtern wie in den Schulen verboten und Gruppi konnte nicht mehr weiter lernen. Der Gottesdienst wurde nur in Italienisch abgehalten. Ortsnamen wurden auch italienisiert. Wenn Sie nach Südtirol fahren, haben Sie die gleiche Situation gesehen, können Sie die gleiche Situation erleben. Franzenfest, Fortezza, deutscher Name und italienischer Name. Als er 40 Jahre alt war, begann er zu arbeiten. Einmal ging er mit einem Freund spazieren, sie sprachen Slowenisch und Faschisten hörten sie. Sie wurden von den Faschisten geschlagen. Am 25. Juni 1943 wurde Mussolini verhaftet. Die Slowener glaubten, dass das Ende des Faschismus gekommen sei. Das war ein Irrtum. Nachdem Italien die Front gewechselt hatte und es sich auf die Seite der Alliierten stellte, wurde die Repubblica Sociale, eine faschistische italienische Marionettenregierung, gegründet. Ende September 1943, Gruppi war 16 Jahre alt, schloss er sich im Karst Partisaneneinheiten an, die seit dem schon 20.04.1941 als Reaktion der Okkupation von Slowenien und Kroatien durch Italiener und Deutsche gegründet wurde. Er wurde Widerstandskämpfer, nicht weil er sozialistische Idee hatte. Das hat er ausdrücklich gesagt und mit Tanino haben wir ihn interviewt und wenn ich genau mich an das Interview erinnere, hat er so das gesagt. Ich wurde Widerstandskämpfer nicht, weil ich sozialistische Idee hatte, sondern weil die Slowener sich unterdrückt fühlten. Er nahm ein Jahr lang an verschiedenen Partisanenkämpfen in Prosecco, Picina, Görz teil. Ebenso gegen italienische faschistische Einheiten wie auch deutsche. Partisanen attackierten und entflohen und versteckten sich. Sein Vater half mit Informationen. Die Partisanen hatten kein Geld. Seine Brigade hatte einen tüchtigen politischen Kommissar, der die Bauer überzeugen konnte, die Partisanen zu verpflegen. Ihnen fehlten Waffen, ihnen fehlten
Lebensmittel. Die Deutschen waren viel besser bewaffnet und gut für den Partisanenkrieg ausgebildet. Ab Januar 1944 bekommt seine Einheit neue englische Waffen. Sie kannten die Waffen nicht, sie hatten keine Ausbilder, sie gingen im Kampf gegen die Deutschen. Viele von ihnen starben im Kampf. Am 25.11.1944 wurde er von den Faschisten verhaftet und in Piazza Oberdan in Triest verhört. In Piazza Oberdan 4 gab es den Sitz des Befehlshabers der Sicherheitspolizei. Er wurde dann ins Gefängnis Coroneo gebracht, das von deutschen SS und italienischen Faschisten bewacht wurde. Er wurde geschlagen, misshandelt und dort hörte er das erste Mal das Wort Risiera di San Sabba. Er wurde bedroht, in die Risiera gebracht zu werden. Warum das nicht passierte, weiß er nicht. Am 28.12.1944 wurde er von vielen anderen im Viehwaggon, sie waren 220, nach Dachau deportiert. Auch sein Vater wurde verhaftet und wurde mit ihm deportiert. In jedem Waggon gab es jeweils einen deutschen SS und einen Soldat der Milizia Territoriale Triestina, die sie bewachteten. Es gab einen Sergeant der Miliz, der Gruppi von seiner Arbeit bekannt war. Er sagte, von dort werdet ihr nicht mehr zurückkehren. In Dachau bekam er als Kennzeichnung das rote Dreieck auf der gestreiften Häftlingsjacke unter die Nummer 135423. Den Häftlingen wurde der Kopf geschoren. In der Mitte ließ man ein Streifen Haar stehen, der die Lagerstraße genannt wurde. Die SS wollten die italienischen Häftlinge so auszeichnen, weil sie Badogliani Verräter gewesen waren. Der Lagerkommandant bezeichnete die Häftlinge in einer Versammlung als Stücke und Scheiße. Gruppi kam in Quarantäne, dann er wurde in einer Baracke gemeinsam mit einigen Franzosen untergebracht. Ein Capo seiner Baracke fragte die Italiener, ob sie in die SS eintreten wollte. 4 oder 5 stimmten zu, um sich den Misshandlungen in KZ zu entziehen. Sie müssten die strenge SS-Ausbildung durchmachen, hin und her rennen mit schweren Gewichten auf den Schultern. Sie sind noch während der Ausbildung gestorben. Später bekam Gruppi eine neue Nummer, 40184. Am 29.12.44 wurde er mit Lastwagen und mit Viehwaggon nach Leonberg gebracht, wo er am 31.12. ankam. Viele Italiener aus Friaul waren mit ihm in KZ Leonberg. Leonberg war Nebenlager vom Hauptlager Struthof, Natzweiler. Es war mit Stacheldraht umzäunt und von der SS bewacht. Er und sein Vater wurden mit anderen 999, das ist falsch, in einer großen Baracke untergebracht. Die Baracke bestand aus vier Räumen, jeder Raum mit einem Capo. Ein Capo war Italiener aus Bolzano, er war brutal wie die anderen. Im Lager wurden die Häftlinge schikaniert, zum Beispiel ein Arzt zog Gruppi gesunde Zähne. Das Essen bestand aus einem Stück Brot plus Margarine und einer dünnen Suppe. Um zur Arbeit zu gehen, mussten sie 1 Kilometer in Begleitung der SS und der Hunde marschieren. Die Häftlinge arbeiteten in Schichten rund um die Uhr für die Herstellung von Flugzeugflügeln für die Messerschmitt AG. In 2 nebeneinander liegenden Autobahntunneln fand die Arbeit statt. Deutsche Zivilisten kontrollierten die Arbeit. Einer hatte sich Gruppi gegenüber freundlich verhalten, als sein Bohrer kaputt ging.
Bei der Arbeit waren die Häftlinge von den SS-Angehörigen überwacht und oft misshandelt. Wenn ein SS-Soldat an ihnen vorbeiging, müssten sie ihre Mütze abnehmen. Wenn sie das nicht machten, wurden sie geschlagen. Im Tunnel gab es eine Toilette, aber als einer sie benutzen wollte, wurde er sofort von den SS mit den Waffen geschlagen. Die Wache dachte, dass sich der Häftling ausruhen wollte. Wenn ein Häftling einen Fehler machte oder nicht so schnell arbeitete, wurde er verprügelt. Während einer turnusmäßigen Desinfektion musste der Vater Gruppis stundenlang ohne Kleidung in der Kälte stehen. Davon bekam er eine Lungenentzündung. Als Gruppi nach der Arbeit in der Krankenbaracke ihn besuchen wollte, erfuhr er, dass der Vater gestorben war. Gruppi wurde krank und ins Krankenrevier von Leonberg gebracht. Das war seine Rettung. Er redet positiv über das Krankenrevier in Leonberg. Es ging ihm dort etwas besser, aber wegen der Lagerevakuierung wurde er in andere Lager transportiert. Wieder in Dachau, dann in Mühldorf, dann in Kaufering, wo es auch Juden aus Rodi gab. Das Lager blieb ihm stark in Erinnerung, weil viele Häftlinge dort aus Hunger und ansteckender Krankheiten starben. Die SS verließen das Lager, weil sie Angst hatten, sich zu infizieren. Die Wache wurde dann nur von Kapor gemacht. Danach wurde er im Kloster St. Ottilien transportiert, wo er von den amerikanischen Soldaten befreit wurde. Ich glaube, dass in diesem Kloster St. Ottilien wurde er versorgt, wurde er geheilt. Ende Juli 1945 verließ er St. Ottilien, weil er dort nicht mehr bleiben wollte. Er und drei Freunde erreichten München, alles Trümmer. Amerikanische Polizisten brachten sie in ein Lager bei Feldafing. Das war ein Lager für deutsche Kriegsgefangene, in dem sich die Italiener nicht sicher fühlten, weil sie Angst hatten, von den Deutschen umgebracht zu werden. Hier bekam er von den Amerikanern militärische Hosen. Dann fuhr die Gruppe mit einem Zug nach Hause via Jugoslawien zurück. Zuerst kam er in Bled, dann in Ljubljana. Bei jeder Etappe musste er seine Geschichte berichten. In einem militärischen Büro traf er einen Freund aus Prosecco, einen Unteroffizier. Gruppi entdeckte, dass er offiziell in der Riviera von San Saba als gestorben galt. Jetzt ist die Geschichte fast zu Ende. Vom Büro bekam er die Erlaubnis, 2 Wochen zu Hause zu verbringen, mit der Auflage, nach dieser Zeit in ein jugoslawisches Bataillon einzutreten. Gruppi kam nach Prosecco zu seiner Mutter und kehrte nicht mehr in die militärische Einheit zurück. Er wollte nicht mehr kämpfen, er wollte arbeiten. Er fand eine Arbeit in Capodistria. Capodistria war unter jugoslawischer Verwaltung, aber alles erschien ihm zu bürokratisch und viele Entscheidungen waren für ihn unverständlich. So zog er nach Triest um, das unter amerikanischer Verwaltung stand. Hier arbeitete er als Hafenarbeiter. Danach wurde er Arbeiter bei einer kleinen Straßenbahnfirma bei Triest, wo er bis zur Rente arbeitete. In Triest nahm er an Demonstrationen teil und es kam oft zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit faschistischen Gruppen. Das war eine unruhige Zeit, weil noch nicht entschieden war, ob Triest oder Istrien, Italien oder Jugoslawien gehören sollte. Nachdem er nach Italien zurückkehrte, wollte er kein Deutsch mehr hören. Diejenigen, die ihn bei den SS denunziert hatten, lebten weiter unbehelligt. Die Gerichte von Trieste verurteilten
258 Kollaborateuren, die schon 1947 amnestiert wurden. Und die Amnestie, wir haben in Italien 1945, 46, 47 eine Einheitsregierung, die aus Kommunisten, Sozialisten und Christdemokraten besteht. Innenminister war der Parteisekretär der Kommunistischen Partei, Togliatti. Togliatti hatte die Amnestie gemacht. Die Gerichte von Triest verurteilten 258 Kollaborateuren, die schon 1947 amnestiert wurden. Und aber verurteilten 324 Antifaschisten. Das ist was, das habe ich, ich habe mich nicht mit dieser Geschichte vertiefen wollen. Ich habe einfach die Informationen von Gruppi bekommen. Erstens, zweitens, ich habe auch ein Buch über ihn gelesen und was ich über ihn geschrieben habe, kommt zum Teil vom Interview, das Tanino Bellanca gemacht hatte. Ein anderer Teil kommt von diesem Buch, das über ihn geschrieben worden ist. Gut, das ist, was ich... Ja, das war... Ist eine lange Arbeit, muss ich sagen, aber gut, das war eine lange Arbeit. Ich habe mich mit dieser Geschichte seit immer beschäftigt, weil ich Politologe bin, ich habe viele, viele Informationen, aber speziell mit dieser SS-Geschichte habe ich mich seit vielleicht 2 Jahren beschäftigt. Und man kann auch weitermachen. Dankeschön. Danke auch. Dr. Ceccarelli. Das war ein Blick aus einer ganz anderen Perspektive als wir den normalerweise. Ja, ja. Ja, normalerweise sieht man die Italiener immer als Opfer. Und das ist richtig. Sie waren Opfer. Es ist nicht das zu bestreiten. Aber man vergisst auch, dass Italien auch Faschist war. Ne? Die Opfer waren für eine gewisse Zeit Täter. Bis 1943 waren wir Täter. Wir waren zusammen mit Deutschland in Russland, im Don. Und die Italiener alleine haben Jugoslawien besetzt, alleine oder zusammen mit den Deutschen. Und bis 1943 war, und dann auch 1944 und 1945, wir waren auch Täter durch die faschistischen Milizen der Repubblica Sociale, Täter durch die SS, die von Himmler, ich habe auch verkürzt, weil ich habe nicht alles gelesen oder erzählt, was ich geschrieben habe. Aber die waren Täter auch in, ich habe nur gelesen, besonders Gruppi und meinem Vater. Die andere Sache habe ich. Täter auch 44, 45. Aber ich möchte wirklich eine Sache betonen, die italienische Militär internierte, die Täter, die SS wurden, dann für sie muss wirklich sind ein Kapitel für sich. Sie haben mitgemacht, aber ja, wie ich schon gesagt habe, 50% hat desertiert. Es ist ein Risiko zu desertieren, weil du wirst erschossen, wenn du ertappt wirst. Aber sie fühlten sich nicht in der Lage oder sie wollten nicht weiterkämpfen.
Und zum Beispiel, ich erinnere mich an in einem Brief meines Vaters, er erzählte, ich habe desertiert in Mailand, ich hätte kämpfen müssen gegen Engländer, Amerikaner und Italiener. Und das Wort Italiener hat er groß geschrieben, Engländer, Amerikaner nicht, Italiener groß geschrieben. Durch die Literatur, faschistische Literatur oder von Historikern im rechten Spektrum, die Historiker im rechten Spektrum geschrieben haben, sie haben gesagt, dass dieser Bürgerkrieg hatte wirklich zu einer Spaltung, aber inneren Spaltung geführt. Das ist ein Aspekt, den ich auch von der rechten Seite für interessant empfunden habe. Bürgerkrieg als innere Spaltung. Mein Vater hatte gegen Amerikaner, Engländer normal geschrieben, aber Italiener groß. Wieso Italiener? Weil die Italiener haben immer gesagt, gegen Italiener geht es nicht. Die Rechten haben gesagt, ja, man kann Italiener, die Partisanen sind furchtbar, weil sie kämpfen nicht regelmäßig, man sieht sie nicht, sie haben nicht die Uniform oder so, sie haben, ich weiß, sie attackieren uns und dann sie verschwinden, sie führen keinen frontalen Krieg. Das war eine Kritik, die die Rechten den Partisanen machte. Aber dann gleichzeitig haben die Rechten immer gesagt, aber Italiener gegen Italiener. Auch die Rechten sagten, das geht nicht. Auch diese Sache, Italiener gegen Italiener, hatte etwas verursacht. Und dann, ich denke, dass besonders die Militär internierte, dann als sie in Italien kamen und sie sehen, dass sie gegen Italiener kämpfen, das war ein bisschen zu viel. Jetzt weiß ich nicht, oder? Ne? Hm. Gut. Nochmals Dankeschön. Danke euch.